sprechen. Alles dazu gleich. Jetzt freuen wir uns erstmal auf unsere Gäste. Die Handballer haben uns mehr als 2 Wochen lang wirklich in Atem gehalten. Und hier kommen sie. Sie träumten vom Titel bei der Heim-WM. Sie begeisterten ganz Deutschland. Spielten um den Einzug ins Finale. Am Ende wird es Platz 4. Deutschland ist zurück in der Weltspitze. Und hier kommt der Bundestrainer Christian Prokop und Kapitän Uwe Gensheimer. Christian Prokop, Uwe Gensheimer. Herzlich willkommen, Christian. Uwe, einmal rumdrehen, am besten auf die Seite. Ja, so sehen sie aus. 2 unserer Handballhelden. Okay, ich würde mal sagen, das ist ein vernünftiger Empfang. Christian, jetzt ist das mit der WM und vielleicht auch dieser kleinen Enttäuschung am Ende schon ein paar Tage her. Wie war die WM, wenn man sie jetzt fragt? Also erstmal vielen Dank für diesen richtig tollen Applaus. Das ist Wertschätzung für uns. Das haben wir das ganze Turnier über erlebt. Diese tolle Fankultur, wie wir so Deutschland hinter uns bringen konnten. Da hat die Mannschaft einen riesen Anteil. Das Turnier ist trotzdem sehr positiv zu bewerten, auch wenn wir am Ende natürlich ein bisschen verärgert sind um das letzte Spiel. Da haben wir uns ein bisschen selber um den Lohn gebracht, aber wir haben das Halbfinale erreicht und wir haben vor allen Dingen begeistert und das waren auch 2 Hauptziele. Absolut und Uwe, das Ziel war Platz 4 bzw. das Halbfinale. Jetzt ist es Platz 4 geworden. Wie groß ist die Enttäuschung und wie groß ist jetzt doch die Freude darüber, was alles passiert ist? Ja, ist schon so, wie Christian gesagt hat, wenn man dann nach so einem Turnier mit 2 Niederlagen nach Hause fährt, geht man natürlich ein bisschen mit gesenkten Köpfen, mit 2 Rückschlägen. Aber nochmal, wir haben so viel erreicht für unsere Sportart. Wir haben neben dem sportlichen Erfolg auch viele Leute für unsere Sportart begeistern können, haben es hoffentlich geschafft. Ich glaube, das ist auch hier angekommen. Jugendliche wieder in die Halle zu bekommen. Und wenn jetzt der ein oder andere sagt, Mensch, die Handballer haben sich aber schick gemacht. Ist nicht ganz freiwillig, aber doch schön. Sie kommen gerade vom Ball des Sports. Das ist dieser große Ball in Wiesbaden zugunsten der deutschen Sporthilfe. Und da sehen wir Sie auch noch mal auf dem roten Teppich. Auch ein ganz gutes Gefühl. Uwe, wann haben Sie zum letzten Mal so ein Smoking angehabt? Das ist, glaube ich, ein bisschen her, aber steht uns eigentlich auch mal ganz gut. Oder? Also ich finde es okay. Ich fühle mich ein bisschen underdressed, aber alles gut. Also, wir freuen uns sehr, dass Sie beide hier sind. Wir reden gleich noch über die Handball-WM und das, was jetzt draus wird. Also, freue mich sehr über den Besuch. Christian Prokop und Uwe Gensheimer. Und legen aber erstmal los mit. Ja, trotzdem, nachdem wir jetzt die Top-Teams gesehen haben, festzuhalten: Dortmund jetzt 7 Punkte vor Gladbach und den Bayern. Und aus dem Zweikampf um die Meisterschaft ist jetzt mindestens ein Dreikampf geworden. Bei uns sind Uwe Gensheimer und Christian Prokop. Uwe, Sie haben vielen Handballfreunden. Die hören ja gar nicht mehr auf. Wir haben doch keine Zeit. So, Freunde. Ich frage den Uwe ja was, ja. Uwe, Sie haben vielen Handballfreunden offenbar auch hier eine große Freude gemacht. Sie kommen zurück in die Handball-Bundesliga zu den Rhein-Neckar-Löwen. Es ist so ein bisschen gegen den Trend, weil viele Stars auch sagen, Mensch, mir ist die Belastung da zu hoch, ich gehe ins Ausland. Warum kommen Sie zurück von Paris Saint-Germain? Ja, ist korrekt. Vielleicht ist bei mir eine kleine Ausnahme, weil es natürlich auch ein Stück weit eine familiären Situation mit dem kleinen Kind ist ein bisschen einfacher, in die Heimat zurückzukehren, bei Familie und Freunden zu sein. Aber nichtsdestotrotz sehe ich auch die sportliche Perspektive bei den Rhein-Neckar-Löwen sehr, sehr gut aufgehoben mit einer Spitzenmannschaft, um alle Titel mitzuspielen. Wir haben viel Reaktionen auf Sie beide bekommen über Social Media. Eine Frage, Uwe, warum wechselst du trotz der hohen Belastung zurück in die Bundesliga?
Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Für mich ist es vielleicht eine kleine Ausnahme, weil es für mich die Heimat ist. Und ich hatte eine wunderbare Erfahrung, was ich auch haben wollte mit dem Wechsel nach Paris, mal im Ausland zu spielen, in einer anderen Liga tätig zu sein, mich in so einer absoluten Spitzenmannschaft, die hochkarätig besetzt ist mit nur Weltklasse-Spielern, mich durchzusetzen und diese Erfahrung mitzunehmen. Das habe ich gemacht und deswegen war es jetzt für mich an der Zeit. Also keine Sorge vor der Belastung. Nee, ich glaube, da bin ich. Aber Belastung ist ja auch das Stichwort, was uns die WM begleitet hat. 10 Spiele in 18 Tagen. Die Physios haben, glaube ich, ganze Arbeit geleistet. Und der Doc, wir sehen gleich auch noch mal ein Bild von Paul Drucks, der offenbar, wenn man das richtig verstanden hat, mit einer Rippenprellung das halbe Turnier gespielt hat. Wir sehen ihn da auch noch mal bei einer Art Hitzetherapie. Wie ist das, Christian Prokop? Spielt man eigentlich das halbe Turnier nur mit angeschlagenen Spielern oder konnte da nachher noch einer richtig gehen? Er bringt sich auch rum rein. Nein, mit Sicherheit ist es sehr belastend, wie Sie sagen, innerhalb von 48 Stunden immer wieder zu spielen, immer wieder Höchstleistung zu bringen. Und die Gegner werden ja nicht leichter. Aber wir haben in der Heim-WM sowieso mit unseren Physiotherapeuten, mit unserem Arzt, aber auch mit den Standards, auch Hotel, Regeneration etc. sehr gute Bedingungen gehabt, sodass wir nicht das Thema Verschleiß als erstes bei uns auf der Agenda hatten. Wir hatten viel Lust, in diesen Hallen zu spielen und das hat vor allen Dingen uns angetrieben. Das Publikum hat dementsprechend gepusht. Ne? Uwe hatte ja jetzt auch schon üppige 3 Tage im Urlaub. Das ist ja auch nicht schlecht. Kann man sich ein bisschen erholen. Ist tatsächlich, Spaß beiseite, nicht wirklich viel. Und auch die Nationalmannschaft stand gestern Abend schon wieder auf der Platte, angeführt von Christian Prokop beim All-Star-Game. Großes Fest in Stuttgart. Uwe war nicht dabei, war in Paris, aber hat sicherlich auch verfolgt. Also am Ende 39-42 gegen eine internationale Auswahl. Ich glaube, das war aber auch nochmal Werbung für den Handballsport. Richtig toll. Und der gegnerische Trainer Nikolaj Jakobsen, das ist der Weltmeistertrainer der Dänen. Den sehen wir ja auch nochmal. Wurde, glaube ich, auch richtig toll empfangen in Stuttgart in der Halle. Und im Moment ist er in Leimen. Er ist uns zugeschaltet. Wir hören ihn jetzt mal und sagen Glückwunsch nach Leimen an den Trainer der dänischen Handballnationalmannschaft. Guten Abend, Nikolaj Jakobsen. Guten Abend. Nikolaj Jakobsen ist natürlich auch der Trainer der Rhein-Neckar-Löwen, wo dann Uwe zukünftig hinwechseln wird. Herr Jakobsen, Sie kommen ja, glaube ich, aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Wie war das nach dem WM-Titel für Dänemark? Ja, das war eine harte Feier. Wir haben durchgetrunken, ganze Nacht, und dann im Rathaus in Kopenhagen auch noch weitergemacht. Und dann sind die Spieler rausgegangen, haben gegessen mit ihren Freundinnen und Frauen. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Mein Sohn musste wieder in die Schule, so wir sind Dienstagmorgen wieder nach Deutschland gefahren. Also Alltag für den Weltmeister. Sie haben dann auch gesagt, wenn ich heute ins Bett gehe, dann bin ich von mir selbst enttäuscht. Das spricht, glaube ich, auch Bände. Sagen Sie ganz ehrlich, natürlich hätten wir uns alle Deutschland im Finale gewünscht. Hatten Sie die deutsche Handballnationalmannschaft auf dem Zettel? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Deutschland hat eine sehr gute Mannschaft. Besonders die Defensive ist sehr stark. Wir haben 2 sehr gute Torhüter und vorne auch mit temporeichen Spielen, mit guten Spielern. Und dann natürlich mit dieser großen Unterstützung, was man in Deutschland gekriegt haben, erst in Berlin, dann in Köln und was wir selber auch erlebt haben in Hamburg. So, ich habe immer Deutschland auf die Zettel. Wie ich gesagt habe, auch sportlich war das mir nicht so wichtig, aber mein deutscher Teil des Herzens hat natürlich gehofft, dass Deutschland ins Finale kommt. Dem war nicht so. Christian Prokop, die Frage, Sie haben die Dänen natürlich auch im Finale gesehen. Was hat der deutschen Mannschaft gefehlt im Vergleich zu den Dänen, zu diesem ganz großen Wurf? Ja, sicherlich waren wir im Halbfinale von unserer Leistung nicht so angetan. Genau. Norwegen hat das super gemacht. Wir haben uns ein bisschen aus dem Gleichgewicht nach einer starken Startphase bringen lassen. Und haben dann gerade bis zur Halbzeit nicht, was Nico gerade anspricht, diese starke Abwehr stellen können, die uns durchs Turnier getragen hat. So ist das. Wir mussten damit umgehen können und das war die Herausforderung eigentlich. Aber trotzdem Lob an Dänemark, oder? Wäre schon schwer zu schlagen gewesen, die Mannschaft.
Mit Sicherheit alle vier Teams, die dann ins Halbfinale gekommen sind, haben das verdient, sind schwer zu schlagen. Mhm. Die Dänen haben super Spieler, haben einen sehr guten Trainer. Und alle Trümpfe haben gestochen. Das muss man ihnen einfach lassen. Ein sehr guter Trainer, Nikolai Jakobsen. Uwe Gensheimer kommt ja zurück zu den Rhein-Neckar-Löwen. Wären Sie eigentlich Trainer geblieben? Sie hören ja auf nach dieser Saison, wenn Sie gewusst hätten, dass Uwe kommt? Ja, das hätte er mir schon vorher sagen können. Ja. Nein, das wäre ich nicht. Ich hätte meine Entscheidung getroffen, auch mit der Nationalmannschaft. Ich habe immer gesagt, ich wollte den ersten Jahr sehen, wie dieser Doppeljob war. Und jetzt mit dieser Champions League auch, die noch größer geworden ist und die Gegner noch stärker geworden ist, habe ich auch gesagt, für meine Gesundheit und alles, dann schaffe ich das nicht mehr auf diese Belastung mit zwei Jobs. Okay. So auch selbst wenn ich mir sehr Spaß gemacht hat, zwei Jahre mit Uwe zusammenzuarbeiten. Er war Kapitän damals und wir hatten ein sehr enges Vertrauen auch. Wäre gerne mit ihm weiter bei den Rhein-Neckar-Löwen, aber den Job ist einfach zu hart, wie das jetzt aussieht. Okay, vielen Dank, Nikolai Jakobsen. Wir sind auf jeden Fall froh, dass Uwe Gensheimer zurückkommt und gratulieren Ihnen nochmal zum Titel mit Dänemark, zum WM-Titel. Großartig. Danke, danke schön. Vielen Dank. Ja, Uwe, von Jakobsen wissen wir ja, dass er seine Spieler ziemlich hart rannimmt. Vielleicht sind sie sogar froh, dass er nicht mehr Trainer ist. Nee, Nico ist ein richtiger Kumpeltyp, der im Training oder im Spiel dann auch seine Ausraster hat. Aber wie sind die dann? Bitte? Wie sind diese Ausraster? Ja, der beleidigt einen dann mal und schreit einen an bis noch was. Aber nach dem Spiel, wenn alles vorbei ist und sich gelegt hat, dann nimmt er einen auch in den Arm und ist dann, kann mit ihm über alles reden und ist dann wieder alles vergessen. Aber er hat schon richtig gesagt, für sein Herz und für seine Gesundheit ist die Doppelbelastung ein bisschen weniger. Das, wie gesagt, wenn er dann im Spiel ausrastet, dann geht der Puls auch schon mal hoch. Dass Christian Prokop, dass da auch der Puls hochgeht und dass er auch ausrasten kann, aber dann in den Auszeiten immer wieder total konzentriert ist, das sehen wir auf jeden Fall gleich noch. Im nächsten Teil, wenn wir gleich uns hier wiedersehen im Sportstudio. Ich freue mich sehr, dass wir gleich noch weitersprechen über Handball. Ja, und in Berlin haben die deutschen Handballer auch gespielt, außerdem in Köln und natürlich in Hamburg, war es wesentlich wärmer natürlich in der Halle. Insgesamt eine Riesengeschichte, muss man sagen, also was den Zuschauerzuspruch betrifft. Das Halbfinale gegen Norwegen haben über 12 Millionen Zuschauer gesehen, also eine richtig große Sache. Und wer hätte das gedacht, gerade nach der verkorksten EM im vergangenen Jahr und dem doch schwierigen Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft, hat sich da wirklich was gefunden. Irgendwas muss da passiert sein zwischendrin. Andreas Kürten. Die Welle der Begeisterung schwappt durch die Arenen, weil sie wieder eine Einheit bilden und begeistern. Deutschlands Handballer. Mittendrin Uwe Gensheimer und Christian Prokop. Der Kapitän und der Trainer wie ein Herz und eine Seele. Ja! Große Würfe gegen Top-Gegner. Sie spielen sich bis ins Halbfinale dieser WM. Angetrieben vom japanischen Motto Ganbaru, heißt das Beste geben. Apropos Japan. Im fernöstlichen Trainingslager entstand der Schlachtruf. Eine außergewöhnliche Reise. Innere Ruhe finden bei der Teezeremonie. Christian Prokop und Uwe Gensheimer voller Respekt. Konzentration üben mit traditionellem Bogenschießen. Uwe Gensheimer hat den Bogen noch nicht ganz raus. Teambuilding beim Rafting. Wichtig, dass sie nach der verkorksten EM wieder zusammenwachsen, auch wenn Oliver Roggisch hier mal baden geht. 7 Monate später ein eingeschworenes Team mit Typen, zum Beispiel Torhüter Andreas Wolf oder Kreisläufer Hendrik Pickeler. Patrick Bam Bam Winczek als Turm in der Schlacht und natürlich Linksaußen Uwe Gensheimer, viertbester Schütze dieser WM. Trainer Prokops neue Philosophie ist in den Auszeiten zu erkennen, die Spieler mit einbeziehen. Was wollt ihr spielen? Hier entscheidet 3-2-1 oder 6-0.
Coaching mit Leidenschaft. Mutige Teams gewinnen Spiele, also halte den Mut. Am Ende fehlen zum Titel vielleicht ein Superstar wie der Franzose Karabatic, etwas mehr taktische Disziplin in den entscheidenden Spielen, ein paar unnötige Fehler und Gegentore weniger und natürlich ein wenig Glück. Trotzdem haben Deutschlands Handballer begeistert mit Platz 4 zurück in der Weltspitze. Ja, Platz 4 am Ende. Christian Prokop, Sie haben ja schon angedeutet, woran es aus Ihrer Sicht gelegen hat. Wir kamen noch mal das Ding auf, noch ein weiterer Superstar. Ist das was, wo Sie sagen, naja, für die nächsten Turniere, wir brauchen jetzt auch noch mehr Leute, die vorangehen, wie Uwe? Nee, also wir haben vieles schon gut erreicht und vieles gut auf den Weg gebracht. Mhm. Und das kommt über den Teamgeist. Und das ist ja das, was wir hier auch genießen. Mhm. Nämlich eine hohe Anerkennung für das, dass es ein Mannschaftssport ist, dass wir füreinander Gas geben und wir nicht über diese einzelne Individualität kommen. Aber wir sind natürlich froh, dass wir mit Uwe einen der stärksten Außen in unseren Reihen haben. Mhm. Gerade was so Erfahrung betrifft. Jetzt kann man ja auch sagen, wir haben hier vieles gelernt. Diese Last-Second-Unentschieden, Niederlagen gegen Frankreich. Uwe, kann man das sagen, das passiert uns nicht nochmal so in der Form? Nee, das kann man so nicht sagen, weil das macht ja unseren Sport auch ein Stück weit aus, dass es schnell hin und her geht und dass Kleinigkeiten den Unterschied machen. Klar geht es darum, dass man vielleicht ein bisschen abgeklärter ist in so gewissen Situationen. Auf der anderen Seite haben wir auch so ein enges Spiel wie gegen Kroatien in der letzten Phase des Spiels für uns entschieden. Das macht unsere Sportart aus. Ich glaube, deswegen fand es auch jeder so cool, die Spiele anzusehen, weil es einfach so spannend war. Und dann sind es, wie gesagt, Kleinigkeiten. Auch eine Frage war, hat sich Ihrer Meinung nach, es geht an Sie, das Empty Goal bewährt, das Sie ja spielen, wie alle anderen Mannschaften auch. Manchmal wirkt es bei der deutschen Mannschaft noch nicht so ganz ausgereift. Da haben Sie einiges einstecken müssen. Also bei Spiel um Platz 3 hat es sich natürlich nicht bewährt. Das war schade, dass wir da ein paar unglückliche Entscheidungen treffen. Muss vieles dazukommen. Hier in dem Beispiel Mahé kriegt genau den Ball und Andy Wolf kann noch nicht ins Tor wechseln. Aber wir haben viele Szenen davor in dem Turnierverlauf, wo einfach 5 gegen 6 zu schwierig ist, wo wir 6 gegen 6 unser Tor machen und die Abläufe auch im taktischen System kennen. Also das wird immer ein kleines Pokerspiel bleiben. Das heißt auch Ihre Spielweise, Sie haben ja auch in der Auszeit gesagt, das fand ich so bemerkenswert, mutige Spieler gewinnen große Spiele. Sie stehen für eine risikoreiche Spielweise, würde ich sagen. Würden Sie daran was ändern oder ist das was, wo Sie sagen, nee, das ist Prokop 2.0 und der bleibt auch so? Also ich finde, dass wir schon einen guten Mix gefunden haben aus disziplinierten, variablen Spiel, aber natürlich auch Mut. Und das ist so, das ist wissenschaftlich auch erwiesen, dass mutige Teams einfach Spiele gewinnen. Aber es gibt die ein oder andere Ausnahme nur mal, wo man vielleicht zu überhastet agiert. Das haben wir halt gegen Russland und gegen Frankreich mal schmerzhaft erfahren. Mhm. Aber wir haben uns immer wieder mental zurückgekämpft. Wir haben uns mit den Zuschauern verbunden und das hat das so ausgemacht. Zurückgekämpft ist auch das Stichwort. Ich habe eben auch die EM, die Verkorkste, angesprochen. Und ich glaube, wenn man die Bilder aus Japan gesehen hat, dann ist klar, dass sie sich wieder zusammengefunden haben. Uwe, wie haben Sie beide sich denn zusammengefunden? War das hier an der Tür, wo Sie den Bundestrainer erschreckt haben? Oder? Oder bei der Teezeremonie? Also ein bisschen früher. Wir haben natürlich die Europameisterschaft im vergangenen Jahr aufgearbeitet und haben da auch ein langes persönliches Gespräch drüber gehabt, was wir verbessern müssen, was Christian von mir noch ein Stück weit anders erwartet. Ich habe mir als Kapitän die Meinung der Mannschaft eingeholt und wir haben da wirklich bei einem langen Abendessen in Paris zusammengesessen und haben da wirklich offen über alles gesprochen und sind beide, glaube ich, danach raus und hatten ein sehr, sehr gutes Gefühl damit und haben das dann im Verlauf dahin, auch mit der Reise nach Japan, dann probiert umzusetzen, haben da viele Dinge angepackt und waren auf einem guten Weg. Ein Körperteil von Ihnen, das lässt die Nation nicht los. Es ist Ihr Arm. Dieser Gummiarm, da war immer die Rede, und von diesem weltbesten Handgelenk. Können Sie es einmal zeigen? Was ist an diesem Handgelenk so besonders oder an diesem Arm? Ich weiß nicht. Eigentlich glaube ich, dass da alles normal ist. Alles in Ordnung, ne? Da ist jetzt auch nichts mehrfach gebrochen und so weiter. Wir wollen trotzdem mal eine Sache machen. Wir haben hier ein Handballtor. Christian Prokop sagte eben, wo habt ihr das denn her? Aus der Realschule hier von nebenan. Aber vielleicht wäre es mal, wir haben die Bälle auch geharzt. Das heißt, das müsste funktionieren. Oh, die gehen ja gar nicht weg. Ja, doch. Was soll man denn zeigen jetzt? Jetzt wollen wir mal gerne zeigen, wie das mit dem Handgelenk funktioniert. Wenn Sie mal vielleicht darüber gehen würden, etwa 7 Meter. Ja. Ich mache jetzt mal den Wolf, haha.
Langsam. Ich würde ganz gern so einen Dreher mal sehen. Also so einen Ball, der vor mir aufdotzt, um mich rumgeht und ins Tor geht. Ja, meine Wurfbewegung ist ja quasi, ich probiere den Torwart in das Eck zu locken mit dem Oberkörper, ja, und den Ball dann ins andere Eck drehen. So, ungefähr. Wahnsinn. Moment, ja. Also der Spin ist unglaublich. Christian, wir können es auch noch mal in der Zeitlupe sehen. Christian Thielmann, unser Regisseur, spielt das noch mal ein. Und dann sieht man wahrscheinlich auch, wie der Ball tatsächlich aufdotzt. Ist jetzt auch keine Weltneuheit, aber es ist trotzdem unglaublich, weil sie aus den unterschiedlichsten Winkeln dann eben das Tor treffen müssen. Aber dass sie es auch mit dem Handgelenk, mit diesem Gummiarm auch anders können, können sie noch einmal hier so richtig drüber ziehen. Also dann lieber raus aus dem Tor. Sonst denken die, der kann ja nur Dreher. Ja, okay. Ist angekommen. Und klebt schön. Was mit dem Harz, ja. Ist ja nur bei den Profis erlaubt und nicht bei den Jugendspielern. Den Teamgeist haben Sie angesprochen, Sie beide, wie sich die Mannschaft gefunden hat. Einer ist ein bisschen ausgeschert, als er nicht dann mitfahren durfte, Tobias Reichmann. Einer, der wirklich auch ein guter Spieler ist, über rechts, den man auch hätte gebrauchen können. Er hat sich dann selbst so ein bisschen ins Ausgeschossen, ist aber dann wieder zurückgekommen, glaube ich, was Social Media anbetrifft, war dann doch bei der Mannschaft. Hier kam auch nochmal eine Frage, ob Tobias Reichmann eine Chance hat zukünftig in der deutschen Handballnationalmannschaft. Also erstmal muss man natürlich sehen, dass wir einen 16-Mann-Kader nominieren mussten. Ja. Und ich habe mich entschlossen, dass wir nicht mit vier Außen in das Turnier gehen. Das hat einfach taktische Gründe. Wir haben solche Spieler beispielsweise wie Paul Drucks oder Finn Lemke, die so doppelte Rollen im Angriff und Abwehr annehmen. Und dementsprechend muss man natürlich Entscheidungen treffen, die da wehtun, für Einzelne natürlich. Aber es geht darum, die stärkste Mannschaft zu stellen. Und es war immer wichtig, dass alle auch im Sinne bei dieser Mannschaft bleiben, weil wir schnell gemerkt haben, wenn sich jemand verletzt, wie schnell eine Nachnominierung, ja, geht, etc. Und dementsprechend, ich bin jetzt nicht mehr so bei Social Media, da habe ich das nicht verfolgt. Mir, ja, wurde das berichtet, dass er ein Ausflugsziel im Urlaub hatte, was nicht gerade das nächste ist. War ein Zeichen von Tobi, aber dann hat er halt auch ein Zeichen gesetzt, dass er zurückkam, dass er uns, mhm, in der Kabine unterstützt hat und dass er uns auch Mut fürs Halbfinale zugesprochen hat. Das war auch sehr gut. Also Tür nicht ganz zu. Die Tür ist nicht zu und jetzt geht es darum, für jeden wieder im Verein eine gute Rückrunde zu spielen, Leistung zu zeigen und dann werden wir entscheiden. Und das ist eine klare Ansage auch in Bezug darauf, was kommt. Ich meine, nächstes Jahr ist wieder ein großes Handballjahr. Wir hoffen, dass die deutsche Nationalmannschaft sich qualifiziert für Olympia und dann ist auch noch die EM. Da haben sie auch noch was gut zu machen. Kann man jetzt schon das Ziel definieren? Diesmal war es Platz 4 Minimum. Kann man jetzt schon sagen, wir wollen Europameister und Olympiasieger werden oder ist es zu vermessen? Raushauen kann man es ja, ne? Ja, ich finde, da sind wir die Falschen, die das so raushauen. Dann machen wir das, ja. Wir nehmen es dann gern so an, aber wir haben natürlich das mittelfristige Ziel, eine EM erfolgreich zu spielen und dann unseren großen Traum darauf hinzuarbeiten, Tokio 2020. Und auch für unseren besten Handballer den ersten richtig großen Titel dann zu holen. Wäre klasse. Also vielen Dank fürs Hiersein, für die offenen Worte. Und nochmal Riesenapplaus für Christian Prokop und Uwe Gensheimer. Wahnsinn, 40 Zentimeter, 10 Zentimeter und ein Hauch von nichts, die Entscheidung. Wir kommen zum Torwandschießen mit Christian Stöfasius vom TSV Sielmingen. Christian, Fanclub mitgebracht. Und der Jubel wird gleich noch größer, Christian, wenn wir uns dein Tor anschauen. Unglaublich, Anstoß und dann einfach so vom Anstoßpunkt rein ins Tor. Wir sehen es auch nochmal in der Zeitlupe. Und welches Tor war das? Das war, glaube ich, noch entscheidend, ne? Ja, allerletzte Aktion im Spiel. Kurz davor, Gegentor noch kassiert. Schiri wollte schon abpfeifen. Ich habe gesagt, pfeif nochmal an. Und ja, zack, eine Aktion. Sehr gut, wenn der Schiri dann hört, ne? 92. Ja. Minute, 3-3, Glückwunsch. Ja. Uwe, das ist wieder dieser Last Minute Ausgleich und Treffer, ne? Wir schauen uns an, was Christian gewinnen kann, wenn er gegen Uwe an der Torwand gewinnt. Auf die Torwand schießen gegen die Profis. Gewinnen Sie als Tagessieger mit dem ZDF und der Deutschen Vermögensberatung 1.000 Euro und einen exklusiven Trikotsatz für Ihren Verein.
Mit allen Tagessiegern findet am Saisonende das Finale statt. Zu gewinnen gibt es ein Depot von DWS Investments mit einem Anlagevolumen von 25.000 Euro. So, Uwe gegen Christian. Und Christian Prokop hat gesagt, er lässt dem Kapitän den Vortritt. Also bitte, drei unten rechts für Uwe Gensheimer, natürlich mit Ihrer Unterstützung hier im Studio. Oh, der dreht's gleich. Ist da Harz dran? Ist da Harz dran? Ne? Stark. Und das mit den Schuhen. Weiter geht's, zweiter Versuch. Oh! Da fehlte nicht viel. Der Mann hat einen Plan. Dritter Versuch. Ja, so. Aber auch nicht, okay. Auch nicht schlecht. Stark. Also 1:0 für Uwe Gensheimer. Und jetzt Christian Stephasius, TSV Sihlmingen. Braucht Supporter. 1:0 für Uwe Gensheimer. Okay. Auch Christian weiß, wie es geht. Auch wenn er seine Tore lieber von weiter hinten schießt. Okay, der dritte muss rein. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Oh, Unterkante, schwierig. So, aber noch alles drin. Uwe Gensheimer führt 1:0. Gunbaro. Ja. So, jetzt wieder mit Gefühl. Hm? Und der letzte Versuch für Uwe. Vielleicht noch der zweite Treffer. Ah. Okay. Also gut. Auf geht's. So, jetzt Ausgleich oder Sieg oder Niederlage. Für die Ehre. Ich hab 12:0. Fünfter Versuch für Christian. Oh. Unentschieden. Gleich noch einen hinterher. Jetzt weiß er, wie es geht. Oh. War ein Unentschieden am Ende. Danke, Christian. Ja, richtig. Unentschieden. Hat Spaß gemacht. Uwe, vielen Dank fürs Hiersein. Christian, alles Gute. Danke. Nächstes Jahr großes Handballjahr. Ich bin sehr gefreut über euren Besuch. Das war das aktuelle Sportstudio. Nächste Woche dann wieder, Samstag, 23 Uhr. Gute Nacht, machen Sie es gut. Ciao.